So Leute, da bin ich wieder nach der kleinen Unterbrechung von gerade. Die sich ja den vorherigen Part angeguckt haben, haben ja gemerkt, dass meine Xbox sich leider aufgeladen hat. So, jetzt hoffe ich mal, dass jetzt alles auch klappt. Hauptsache, ich komme jetzt auf einen Server. Okay, er sucht. Ja gut, wo sind wir eigentlich stehen geblieben vorhin? Ich habe ja euch ganz schön vollgelabert im ersten Part. What? Okay, ich glaube, ich muss ja. Ich glaube, einer wird gleich hier sterben. Und ich glaube nicht, dass es ein Mensch sein wird, sondern eine Maschine namens Xbox 360. Wenn die hier nicht sofort das tut, was ich will. Dann Gnade ihr Gott. So, ja, okay. Joining Server. Ja, wäre ja auch nett, wenn ich mal auf den Server kommen würde. Oder ist irgendwo hier eine Sicherung durchgebrannt und ich habe davon nichts mitbekommen? Okay. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ah. Geht doch. Ich wollte doch schon sagen. Nee. Ich dachte schon, wir würden hier nicht mehr weiterspielen können. Das fände ich nämlich sehr traurig. So, also. Battlefield 4. Überragend. Wirklich. Echt eine. Ein sehr schönes Spiel. Das muss ich wirklich einfach nochmal loswerden. Ich glaube, das werde ich noch so oft loswerden in diesem Spiel. Es ist einfach wunderbar. Also das Schießgefühl bei dem Spiel ist echt überwältigend. Oh, wir haben schon verloren. Ey, wie die da alle stehen, wie Geier. Stehen die da alle und feiern ihren Sieg. So. Aber ich muss schon sagen, das Schießgefühl, habe ich jetzt bestimmt schon mehrmals gesagt, ist in Battlefield 4 zumindest für mich persönlich angenehmer als in Battlefield 3. Also in Battlefield 3, da hatte ich immer irgendwie so das Gefühl, dass man zwar eine Maschinengewehr ohne Knarre in der Hand hat, aber gut, man spürt es ja virtuell mit dem Controller und so. Da fand ich doch, dass die Waffen schon recht schwer noch bei Battlefield 3 waren. Das fand ich schon irgendwie. Was wir jetzt hier bei Battlefield 4 allerdings haben, ist, da fühlen sich die Waffen nicht mehr so schwer an. Man hat einfach so das Gefühl, man, auch wenn das Waffen wechseln, also von der einen Waffe zur anderen, das läuft viel flüssiger. Natürlich, das hier ist natürlich jetzt auch nur eine Beta und da wird sich noch einiges bestimmt dran tun während der finalen Version. Aber wie ich ja im ersten Part schon gesagt habe, werde ich mich leider noch ein bisschen gedulden müssen, bis ich Battlefield 4, also jetzt in der Vollversion, spielen darf. Da ich es mir für die Next-Gen-Konsole lieber aufhebe. Auch nochmal, will ich nochmal kurz ansprechen, auch Call of Duty Ghosts kommt bei mir nach Hause, aber leider erst nächstes Jahr, weil ich auch da erst auf die Next-Gen-Konsole warte. Weil wenn ich mir jetzt alles, wenn ich mir jetzt Top-Spiele wie, ja, wie Battlefield 4 oder Call of Duty Ghosts oder sogar Assassin's Creed 4 jetzt noch holen würde, die ja auch für die Next-Gen-Konsolen erscheinen, das fände ich dann doch schon bisschen blöd. Weil ich meine, gut, wenn Sony und Microsoft so machen würden, dass man auch die Spiele, die man auf der 360, sagen wir jetzt mal, jemand kauft sich jetzt Battlefield 4. Ja, von mir aus jetzt bleiben wir mal bei der Xbox 360. Kauft sich jemand Battlefield 4 für die Xbox 360? So, kriegt jetzt von mir aus, hat es von mir aus 3 Monate später Geburtstag. Da kommen die Eltern mit einer, er ist totaler Xbox-Fan und kommt dann die Eltern mit Xbox One an zu Hause. Er natürlich erstmal total am Ausflippen und alles. Aber dann schicken die noch Battlefield. Nee. Okay, Leute, ihr merkt.
Ich verrenne mich hier in meinem Beispiel. Die schenken ihm natürlich eine Xbox One. Schenken ihm aber kein Battlefield. Er dann total happy. Wow, cool, ich habe eine Xbox One jetzt. Er sich so denkt. Lege ich da mal direkt Battlefield rein. Nee, geht leider nicht, Junge, würde man dann sagen. Warum? Weil Microsoft, auch Sony, es nicht hinbekommen, dass wenn man sich die Spiele für eine Konsole holt, da sie ja eh für die Next-Gen-Konsolen erscheinen, dass man diese dann in den nächsten Konsolen auch reinlegen kann und benutzen kann. Und ja, Leute, ich hatte, glaube ich, so erklärt, dass noch nicht mal ich es verstehen würde, was ich jetzt da gelabert habe. Jedenfalls, worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, ihr könnt euch nicht Battlefield 4 oder COD Ghost oder Assassin's Creed 4 für PS3 oder Xbox 360 kaufen und dann, so viel ich weiß, es in den Next-Gen-Konsolen Xbox One und PS4 reintun. Das geht einfach nicht. Es ist auch wirklich eine große Frechheit. Das Einzige, was man machen kann, ist halt, man kann seinen Spielestand, das weiß ich aber auch nur vom Battlefield, ob das bei den anderen beiden erwähnten Spielen auch so ist, weiß ich nicht. Kann man sich rüberholen. Dann heißt das zwar, du bist dann online auf der PS4 oder Xbox One genauso weit wie auf deiner alten Konsole. Hast aber prinzipiell das Problem, dass du dir die Spiele nochmal für teures Geld nochmal neu kaufen musst. Und wir kennen ja das Level der Spiele, wie sie sich halten. Und für die Next-Gen-Konsolen werden sich die Preise wahrscheinlich noch etwas höher halten, denke ich mir, mal eine längere Zeit. Und das ist einfach frech, finde ich, von den Spieleherstellern, dass die das nicht mal irgendwie auf die Reihe bekommen. Weil ich meine, ich kaufe mir ja nicht extra nochmal für die PlayStation 3 oder für die Xbox 360 nochmal die Spiele und kaufe sie mir dann erneut für die Xbox One oder die PS4. Und das ist dann doch schon... Liegt der jetzt noch da? Nee, der ist tot. Und das ist dann doch schon etwas doof. Weswegen ihr leider auf meinen Let's Plays zu Call of Duty Ghosts, zu Battlefield 4 und zu Assassin's Creed 4 leider noch warten müsst. Weil ich hole mir die auch für die nächsten Konsolen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt euch ganz schön voll gemüllt habe mit meinem Gelaber. Und was ich noch sehr finde, ist einfach, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich jetzt hier tausendmal das Gleiche geredet habe mit euch. Kann das sein? Ich hoffe, ich gehe euch hiermit nicht auf den Keks, weil ich ständig wieder sage und alles. Oh, ja, macht mal auf. Los, los. Ja, toll. Ich bin gleich... Ich wusste es, dass ich sterbe. So ein Fuck aber auch. So. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wie die finale Version von Battlefield 4 sein wird. Und vor allem, wie die Grafik auf der PlayStation 4 und der Xbox One sein wird. Die muss doch bestimmt überwältigend sein. Da haben wir noch einen. Komm hier zwischen die Linse. Komm, bleib, Onkel. Bleib hier, mein lieber Onkel. Gute Nacht, Onkel. Okay, ich sollte lieber gute Nacht sagen. Ah, da messert der Schweinehund mich einfach. What the fuck steht hier direkt einer, wo ich spawne? Guck, du Affe. Man sollte immer gucken, dass man genug Patronen hat. Wow, ey. Okay. Er hat mich wieder gemessert. Das ist aber jetzt nicht schon wieder der gleiche Typ, oder? Wenn ja, dann habe ich das Gefühl, dass er ein Abo auf mich hat. Da hinten bewegt sich ein Igel. Aber der ist zu weit weg, um ihn zu erwischen. Oder? Komm, bleib doch mal zwischen die Linse. What? Granate! Du Feigling! Traust dich nicht richtig zu kämpfen? So, ich zeig's dir. Ich weiß, ich war auch hinterhältig. Schieß ich dir voll in den Rücken. Aber Battlefield 4. Bombast. Okay, was war jetzt los? Okay. Battlefield 4, einfach bombastische Grafik, also. Ich kann einfach nur sagen, es haut ein Würri aus der Socken, also aus den Taschen, aus den Socken, woraus es euch auch immer raushaut, Leute. Es ist einfach, das Spiel ist einfach zum Raushauen.
dritte Nacht. Es ist überwältigend einfach, was man hier an Kapazitäten reingesteckt hat. Und so viel ich weiß, haben die ja auch keine Produktionskosten gescheut. So. Also ich kann euch schon mal eins sagen, Leute. Wenn ich einmal drinnen bin in dem Modus hier mit Battlefield 4 und allem, dann bin ich auch gut. Momentan schon nicht einen guten Lauf zu haben. Okay. Man sollte sich nie... Ich bitte euch, Leute. Lobt euch selber nie, denn ihr werdet erschossen danach. Ja, ich spawne. Ich baller auf den Baller und baller. Er schießt mich. Echt nicht mehr nett. So. Wo lang, da lang. So, wieder einer weniger. Moment mal, so wie ich das gerade sehe, verlieren wir gleich. Wow. Halleluja. Das wird ja noch einiges geben. Okay, verloren. Aber diese Map, die gefällt mir echt. Also, ich weiß gar nicht, welche Map ist das eigentlich? Ich weiß, bei der Beta kann man, glaube ich, zwei Maps spielen. Aber bis jetzt habe ich wir haben vorhin, glaube ich, die andere Map einmal gespielt. Wobei eigentlich, glaube ich, das zweimal dieselbe App ist, Map ist. Wow, ich habe ja einen guten Lauf gehabt. Nicht schlecht. Aber dennoch, was die Macher von Battlefield 4 sich eingefallen lassen haben. Allein die Trailer hauen ja wirklich einen schon locker aus den Taschen. Warum sage ich eigentlich immer Taschen? Heißt es nicht locker aus den Schuhen? Ach, Leute, ich bin so verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Wenn ich das Spiel habe. Boah. Dann schmeiß ich alles hin. Wenn ich dieses Spiel in den Händen halte für die Next-Gen-Konsole. Also, ich hab's ja vorhin, glaube ich, oder im ersten Part schon erwähnt. Ich hole mir eine PlayStation 4. Ich kann darauf, wenn ihr wollt, später gerne nochmal eingehen, weswegen ich mir eine PlayStation 4 holen werde. Aber das gehört jetzt hier nicht zur Debatte. Aber wenn ich Battlefield 4 oder COD Ghost oder Assassin's Creed 4 oder was auch immer, Watch Dogs oder was auch immer für ein Spiel am Ende als erstes habe, oder ob ich sogar alle Spiele sofort auf einem Feld habe, ich weiß nicht, was ich dann tue. Ich glaube, das Erste, was ich dann tue, ist erstmal zum Arzt gehen und fragen, ob mein Blutdruck das überhaupt alles aushält, die Action. Weil ich glaube, dann kratze ich erstmal so richtig ab. Vor allem freue ich mich ja bei Battlefield 4. Freue ich mich ja hauptsächlich eigentlich auf die Kampagne auch. Wisst ihr, für mich muss ein guter Ego-Shooter eigentlich auch genauso gut wie der Multiplayer ist, muss er auch einen guten Kampagne haben, also eine Story. Da muss die Grafik auch gut sein. In manchen Spielen kennt man es ja, legen die Machern halt mehr Wert auf einen Online-Modus von der Grafik her als auf den Singleplayer. Wobei ich persönlich ja finde, ist der Singleplayer auch eins der wichtigsten Sachen, die es überhaupt so gibt. So jetzt. Ja, okay, jetzt war ich verwirrt. Aber es ist so überwältigend. Also, ich spiele das Spiel jetzt schon fast nonstop mittlerweile. Und es haut einen wirklich aus den Taschen. Und ich bin froh, euch das hier präsentieren zu dürfen, wirklich. Denn ich kann es leider, also ihr merkt es ja bestimmt, andere haben das zur Beta schon längst Let's Plays oder auch Videos dazu hochgeladen. Leider hatte ich aus Ehren ein Problem. Ein Grund. Nämlich mein Problem war, ich habe nämlich damals mir Medal of Honor Warfighter, ja, die Limited Edition geholt und da gab es ja bekanntlich den Zugangscode fürs Online, wie es ja in jedem Spiel ist, und den Zugangscode für Battlefield 4 Beta.
Allerdings konnte ich jetzt erst vor 2 Tagen knapp auf die Beta komischerweise zugreifen. Fragt mich nicht warum. Vielleicht wisst ihr ja die Antwort. Wäre nett, wenn ihr es vielleicht in den Kommentaren reinschreiben könntet. Ja. Dann. Klar, der schießt mit einem Raketenwerfer auf mich und der knallt mich mit einer Patrone ab, oder wie? Jedenfalls ist Battlefield 4 ein Hammer-Game. Man kann es nicht anders. Kuckuck. Man kann es einfach nicht anders sagen. Weil es ist so überwältigend. Du kannst so viele Sachen machen. Man kann hier sogar Wolkenkratzer in die Luft jagen. Ob das jetzt bei der Beta schon möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, so viel ich weiß, nicht. Aber ansonsten ist das Spiel echt phänomenal. Das bietet so viele verschiedene Sachen. Allein die Grafik ist schon... Oh du Scheiße, ist schon... Ja, wo knallt denn meine Waffe bitte schon auch hin? Ist schon echt überwältigend. Was man soweit alles hier... Was das Game einen eigentlich allein ermöglicht, schon an Möglichkeiten, die du besitzt da drin. So, wollen wir doch mal schnell aufmachen wieder. So. What the fuck? Wer hat mich jetzt erschossen? Wow. Der mich erschossen hat, wurde schon erschossen. Cool. Deswegen. Es ist wunderbar. Aber das Spiel, ich sag jetzt schon mal. Die meisten, die von euch ja die Beta bestimmt spielen. Oder sich später auf Battlefield holen werden. Ich warne euch, das Spiel macht süchtig. Weil wenn ihr einmal so einen richtigen Lauf habt oder so richtig wieder drinnen seid. Und euer altes Können wieder rausholt, sage ich jetzt mal, so wie ich. Dann habt ihr schon echt gewonnen. Okay. Habt ihr gesehen, ich hab den Typen versucht zu messern. Und bin irgendwie erschossen worden, meine Figur hat trotzdem noch gemessert. Komische Logik. Aber gut, nicht jedes Spiel braucht eine Logik. Und bei, wir kennen es ja bei Ego-Shootern, die einzige Logik, die ein Ego-Shooter braucht oder hat, ist vielmehr eine gute Kampagne und viel Abmuckserei. Kommen wir zwischen die Linse. So, ratz ab. So, haben wir schon zum zweiten Mal eingemessert. Mann, Mann, Mann. Wow, hier ist eine ganze Epidemie. Howdy. Das gibt's ja nicht. Knallen die mich einfach alle auf einmal ab. Na gut, aber ich glaube, ich habe jetzt langsam ein bisschen genug über Battlefield und PlayStation 4, Xbox One und alles andere, Gott und die Welt halt, ein bisschen gelabert. Deswegen nicht wundern, wenn ich in den nächsten paar Parts andere Sachen vielleicht wieder und wieder und wieder und wieder wiederhole. Denn irgendwie geht mir natürlich auch irgendwann der Text aus, weil was soll man wirklich noch über Battlefield sagen? Battlefield 4 ist ein grandioser Ego-Shooter. Das ist wirklich eins der besten Spiele, die ich nach The Last of Us wirklich jetzt mal so gezockt habe. Auch wenn wir hier nur die Beta haben. Das muss man ja auch mal sagen. Wir haben jetzt hier leider nur die Beta. Und wir sehen uns im nächsten Part.